Bäuerin und naive Malerin Susanna Halupova im slowakischen Dorf Kovacica kämpft auf ihre Art gegen die Unvollkommenheit der Welt. Ihre Welt, die freundlich, bunt und heiter ist, gibt es eigentlich nicht, es sei denn in ihrem Traum. In ihr wimmelt es von Kindern. Auch die Erwachsenen haben darauf kindliche Gesichtszüge. In der künstlichen Welt Susanna Halupovas gibt es keinen Platz für Mühsal, Trauer oder Alter, geschweige denn für Mord und Totschlag. Aus der ganzen Welt kommen Leute zu uns. Wir sind nicht weit von Belgrad, etwa 50 Kilometer entfernt. Oft kommen auch Schulkinder her. Einmal waren sogar Pensionisten aus Amerika da, ein ganzer Autobus. Ich freue mich, wenn Leute kommen. Sie melden sich telefonisch an und ich erwarte sie dann zum Wochenende. Wir stehen immerhin im Reiseführer wegen unserer Malerei. In Zrenjanin, einst Groß Bečkerek, lebten meine Großeltern. Ich wohnte bei ihnen, als ich die vierte Volksschulklasse besuchte und verbrachte später oft die Oster- oder Sommerferien bei ihnen, in einer Straße mit unzähligen Akazien. Jetzt gab es dort keine Akazien mehr. Und auf dem Korso, auf dem ich mit meinem Freund Ivan Ivani flanierte, der schon längst sein Domizil gewechselt hatte, begegnete ich keinem Menschen, den ich grüßen könnte. Der Bürgermeister überließ uns sein Amtszimmer für unser Fernsehgespräch. Noch nie habe ich so deutlich gespürt, wie sehr die Menschen den Charakter und die Atmosphäre einer Stadt bestimmen, wie jetzt bei diesem Besuch in Groß Bečkerek, heute Zrenjanin. Hier haben meine Großeltern gewohnt, die es nicht mehr gibt. Die hat ein Mädchen gewohnt, das ich mit 10 Jahren verliebt war. Es ist gestorben. Der einzige Bezug zu dieser Stadt bist du. Du bist hier geboren, bist in die Schule gegangen, aber du lebst jetzt in Belgrad und in Wien. Hast du auch den gleichen Eindruck wie ich bei dieser Begegnung? Ja, es ist wahrscheinlich sowieso zum Heulen, wenn man als älterer Herr zu seiner Kindheit zurückkommt. Was mir besonders schwerfällt, ist, dass als wir zur Schule gingen, kannte ich niemanden, der nicht sowohl Deutsch als auch Ungarisch und natürlich Serbisch konnte. Wir haben durcheinander geredet, ohne aufgrund der Sprache oder des Nachnamens oder der Religion zu wissen, welchem Volk wir angehören. Das war uns vollkommen wurscht. Dann kam die Hitlerzeit, die deutsche Besatzung. Dann haben die Deutschen die Juden, die alle Deutsch sprachen, vernichtet. Dann sind wir gekommen, ich war ja damals im KZ, aber sagen wir, in meinen Namen sind sie gekommen und als Rache für meine Eltern haben sie die Deutschen vernichtet. Die Ungarn sind zum größten Teil über die Theiß gezogen. Kolonisten aus Bosnien und Montenegro sind hergekommen und ich kenne jetzt auch hier fast niemand. Mich interessiert, ob dieses Miteinander der Nationen, wie es in der Vergangenheit war, wieder möglich sein wird. Wird dieses Nebeneinander, das jetzt besteht, zu einem wirklichen Miteinander führen oder wird es zu Konflikten kommen, wie zum Beispiel in Bosnien? Das Nationale ist eine Bereicherung des Menschlichen und wie lange dieses Schreckliche dauern wird, weiß ich nicht, aber das Miteinanderleben der Sprachen und der Kulturen muss kommen, wird kommen, ist ganz bestimmt.
Ob das Übel von außen hineingetragen wird, das kann man zurzeit nicht wissen. Es besteht hier eine Gefahr, die noch nicht gesehen wird. Serbien versucht jetzt hier anzusiedeln, Serben, die aus Bosnien und Kroatien vertrieben sind. Das ist ganz eine andere Mentalität. Unter diesen vielen armen Menschen gibt es Verbitterte und es gibt auch Verbrecher. Und in dem einen oder anderen Ort haben diese Leute Häuser mit Gewalt schon eingenommen, sind wieder rausgeschmissen worden. Also ein Samen des Übels kommt auch auf uns zu. Aber diese Erde wird das Unkraut nicht lange tragen. Im Dorf Kac bei Novi Sad lebt eine Zeit lang der Schriftsteller Milorad Grujić. Ovo je kuća Marićevih u Kaču. Das ist das Haus der Familie Maric im Dorf Kac bei Novi Sad. Aus dieser Familie hat Albert Einstein die Mathematikerin Mileva Maric geheiratet und ist im Sommer oft hierher auf Urlaub gekommen. Abends saß er mit seinem Schwiegervater auf einer Bank vor dem Haus. Sie plauderten miteinander, begrüßten die Leute, die vorbeikamen, und dann schwiegen sie. Von Zeit zu Zeit sagte dann der Schwiegerpapa zu Einstein: Tja, mein lieber Albert, alles ist relativ. Auf einer Landstraße kündigte ein Wegweiser überraschend das Ende der Welt an. Dieses Ende der Welt entpuppte sich als eine Fischerkneipe. Plötzlich umwehte mich eine Stille, die ich sonst nur vom Tauchen im Meer kannte. Es war auch kein Wunder, ich stand ja auf dem Meeresgrund. Damit sind wir ans Ende der Welt gelangt. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir zurückkehren, bevor es zu spät wird. Und Lotz. Sie haben schon gemerkt, allein vom Namen her ist es nicht leicht auszumachen, aus welchem Land die Menschen kommen. Die deutsch klingenden Namen der Ungarn sind kein Zufall. Ihre Vorfahren haben sich vor 250 Jahren entlang der Donau angesiedelt. Es waren vorwiegend Schwaben, die Kaiserin Maria Theresia in dieses Gebiet brachte, das von den Türken verwüstet worden war. Heute zählt sich noch rund ein Viertelmillion Ungarn zur deutschsprachigen Minderheit, auch wenn viele die Sprache nicht mehr wirklich beherrschen. Doch Demokratie und Marktwirtschaft haben auch dem Selbstverständnis der Donauschwaben gut getan, berichtet Karl Stipschitz. Ich und meine Großmutter sind ja in jedem Jahr, Frühjahr und Herbst, hier gekommen und mehr als 40 Grabstätten haben wir gepflegt, denen die Familie nach dem Krieg nach Deutschland ausgesiedelt wurden und keiner hat dann die Gräbstätte betreut. Vilmos Szabó wurde 1954 in diesem kleinen Ort bei Budapest geboren. Sein Großvater, Herr Weber, war der reichste Mann im Dorf und so konnte er der Aussiedlung, die nach dem Zweiten Weltkrieg zehntausende ungarische Donauschwaben betraf, entkommen. Unter dem Druck von außen sprachen die Eltern des Vilmos Szabó mit ihren Kindern nur noch Ungarisch. So war es wie bei vielen anderen Schwaben die Großmutter, die Sprache und Traditionen weitergeben konnte. Ich habe ja von meinen Großeltern gelernt, oder besser gesagt, eine Wertstruktur bekommen, wo die wichtigsten Elemente sind. Vertrauen, Selbstbewusstsein, Verantwortung, Arbeit, die sind ja Grundsteine, was man zum Leben braucht. Szabó zählt zu den erfolgreichsten Headhuntern des Landes. Im Auftrag eines österreichischen Unternehmens sucht er Manager für westliche Firmen. Sein Bürotag dauert 12 Stunden.
deutscher Arbeitsfleiß? Es sind einige Unternehmen, die gesagt haben, wir brauchen Donauschwaben, wenn es geht. Aber das kann man Ende des 20. Jahrhunderts als Suchpriorität nicht so ganz einfach und betonen. Aber welche Erfahrungen haben Sie dann damit gesammelt, mit dieser Priorität? Gute. Dieses neu erwachte Selbstbewusstsein hat Tradition. Die Nachkommen deutscher Einwanderer bildeten durch Jahrhunderte den Kern ungarischer Städte. In Buda und Pest war Deutsch bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hinein Amtssprache, wie auf diesem Porträt eines Bürgermeisters zu sehen, das im Budapester Rathaus hängt. Bíróni asszony csak kikérésére. Tisztelettel felkérhetik a zenekar, húzza el a bevonulót. Bíró úrunk bevonul. Das ist das Weinlesefest von Schoimar, einem großen Schwabendorf bei Budapest. Der Trommler spricht nicht mehr Deutsch, sondern Ungarisch. Die Trachten und Bräuche sind wie der Donauschwaben. Auch sonst ist dieses Fest eine freundschaftliche deutsch-ungarische, man könnte auch sagen, mitteleuropäische Mischung. Das ist Matyás Schmidt oder Schmidt Matyás, Autohändler in der südungarischen Donaustadt Beuja. Herr Schmidt hatte immer schon deutsche Autos repariert und nicht zufällig verkauft er im Auftrag der österreichischen Porsche AG nun Audis und Volkswagen, den Inbegriff deutscher Technik. Ich glaube nicht, dass ich japanische Autos verkaufen könnte. Ich hatte immer die Einstellung, wie soll ich sagen, ich war immer deutsch eingestellt. Ich habe deshalb immer den Kontakt zu deutschen Firmen gesucht. Das hätten niemals Japaner sein können. Die deutschsprachige Reparaturanleitung versteht Herr Schmidt problemlos. Privat und im Alltag aber denkt er ungarisch. Trotz seiner brüchigen Deutschkenntnisse fühlt er sich als echter Schwabe. Meine Eltern weiß perfekt deutsche Sprache. Ich war Kleinkinder, das war in Ungarn verboten, deutsche sprechen und deutsche lernen. Und mir muss immer wieder gelernt deutsche Sprache. Die Autobahn Budapest-Wien wird Ende 95 zur wichtigsten Verbindung Ungarns mit Westeuropa. An den Bauarbeiten ist auch Imre Post beteiligt, mit einem von drei LKWs, die er sich als Gastarbeiter in Stuttgart ersparte. War ich 2 Jahre alt und meine Großmutter hat mir geschimpft und immer mit deutscher Sprache. Und ein paar Wörter habe ich gekannt, die andere war so schwäbisch, das habe ich nicht verstanden. Und jede Wort war für mich Schimpfwort. Der 33-jährige Unternehmer hat einen ungarischen Vater und eine donauschwäbische Mutter. Als was fühlt er sich denn? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, in Deutschland war ich immer Ungar. Und hier bin ich ein Schwab in Ungarn. Überall in die Schule und in die Kaserne haben sie gesagt, ja, du Schwab oder du Schwab, was machst und so. Aber nicht schlecht. Manchmal war ein bisschen unfreundlich von den anderen. Aber bei mir war kein Problem stark genug und habe ich immer erledigt, die Leute. Das war's. Der Kontakt mit Deutschland bleibt aufrecht durch Verwandte, Fuhrgeschäfte und schließlich via Satellitenfernsehen. Dieses Gebet ist ungarisch, sonst aber erinnert in der Küche der Familie Post nicht nur der Wasserhahn mit K für kalt an die deutsche Herkunft. Imres Frau Marika aus Soroksa, einem Vorort von Budapest, ist Donauschwäbin. Obwohl man untereinander längst ungarisch spricht, ist das Lieblingsprogramm der Familie Post der Musikantenstadl in seinen verschiedensten Variationen.
heruntergekommene Volksmusik ist ein echtes Bindeglied deutschsprachiger Europäer über alle Grenzen hinweg geworden. Auch die Donautaler Spatzen sprechen bzw. singen nur auf der Bühne Deutsch. Beim Abschlussball des Erntedankfestes von Scheumar bei Budapest darf die beliebteste schwäbisch-ungarische Volksmusikgruppe natürlich nicht fehlen. Ein kleines Fest, ein kleiner Saal, aber auch hier ist es zu spüren. Das wachsende Selbstbewusstsein der Deutschen.